das nicht gut. So, die Turbine läuft. Und wenn sie jetzt hier so in meiner Richtung stehen mit dem Wind, kommt da ein herrlicher und hebt ab, richtig, aber einzigartig. Und da kommt sie mit Falle angezogen, an uns vorbeigeschossen. Der Grund ist Zahnarzt, er liebt die hohen Frequenzen, er hat sich extra solch ein Modell angeschafft, weil er auch in der Fallfallabhörung möchte. Ich kann keine Turbinen in der Zahnarztpraxis so von sich geben, die sind noch ein bisschen langsamer, die sind kunstflugtauglich und kann rollen und riesige Loopingsfliegen über dem Gerät. Da kommt sie wieder vorbei von Osten. Da geht noch was. Eine schöne Abschwung Richtung Wetzlar. Und da kommt sie gleich noch für uns vorbei. Ja, die Flug sind so etwa um die 5 bis 6 Minuten. Da müssen wir eine ausreichende Steuerung und Informationen damit er auch wieder mit gesteuerten Triebwerk fliegen kann und landen kann. Da kommen Sie noch einmal vorbei, von Osten. Die Viper im schnellen Verhalten. So, ein perfekter Sound aus diesem. Und hier bitte nochmal Richtung Wetzlar blicken. Tief vorbeigeflogen. Ganz viel Flug auch mal um die Maulwurfshügel herum. Hier sind die Landeklappen draußen, sehen Sie das? So langsam kann der auch fliegen. Bitte schaut gut auf, um nochmal bei uns über den Platz zu halten. Die Zahlen ist enorm. Auf uns geht es drin und da setzen sich sämtliche Ehrlichen geplatzt. Und da kommt die Viper langsam vorbeigeflogen. Ich hoffe, wir haben noch genug Reserven im Tank, dass das jetzt auch Platz so lange die Autos als. Der darf dann jetzt einfach landen. War das frei? Ja, das war eine Risikolandung. Ist hoffentlich nicht.